man kann neueste Erkenntnisse dem Publikum nahebringen, man kann natürlich viel netzwerken und letzten Endes sieht man immer auch, wo gerade der Zeitgeist hingeht und was die dominanten Themen sind. Watermarke ist eine tolle Veranstaltung. Also ich war erstaunt, dass bereits das Plenum am frühen Morgen sehr voll war. Sehr schön. Also ich kann nur den Organisatoren gratulieren und tolle Veranstaltung. Also jetzt hier in Wien kann ich Ihnen sagen, dass ich sehr, sehr positiv überrascht bin, wie unglaublich veritabel besetzt das Ganze ist. Hier ist eigentlich alles, nicht nur aus Österreich, sondern auch aus den Anrainerländern da. Eigentlich die ganze Dachregion ist vertreten, was im der Sportvermarktung im Sportbusiness Rang und Namen hat. Hier kommen diejenigen zusammen, die im Endeffekt dazu beitragen, dass Sport gelebt werden kann. Da braucht es die Experten und hier findet einfach ein Austausch statt. Denn Sportsponsoring und Marketing verändert sich auch im Laufe der Zeit, gerade jetzt mit im digitalen Zeitalter. Und da ist es ganz wichtig, dass man sich immer wieder austauscht. Und auch für mich eine Bereicherung, hier zu sein. Wir haben sehr gute Partner hier in diesem Land. Also ORF ist sehr wichtig für uns, Puls 4 ist sehr wichtig für uns. Und von daher ist es immer wieder interessant, dann zu hören, wie es dann in solchen Märkten so zugeht. Ich habe jetzt hier auch das Business-Event der österreichischen Sporthilfe miterlebt. Und da bin ich immer wieder beeindruckt, wie es gelingt, in Österreich Business und Sport auf sehr, sehr verschiedenen Ebenen zusammenzubringen. Kleinere Unternehmen auch an den Sport, Sportsponsoring und an die Möglichkeit, die Fördermöglichkeiten ranzuführen. Es zeigt sich zum Glück, dass sehr viele Markenartikler da sind und natürlich eben auch die Sportanbieter. Aber gleichzeitig sind wir auch froh, dass viele Verbandsvertreter da sind, die letztendlich ihr Marketing weiterentwickeln. Und auch die Breite der Medien ist natürlich auch nochmal gewachsen. Und wir gehen davon aus, dass die Themen noch immer mehr werden, immer spezifischer an diesem Kongress besprochen werden müssen. Und deshalb werden wir mit Sicherheit wachsen. Wir hoffen natürlich auch, dass die Teilnehmer mitwachsen. Aber auf jeden Fall von der Anzahl der Angebote, der Vorträge wird der Kongress wachsen.